Und damit jetzt willkommen zurück zu Metro Exodus, wollte ich gerade sagen, weil ich alter ME speichere, aber nein, Mirror's Edge Catalyst. Wir machen heute diesen Sicherheitsposten, diese Gridnote und diese Nebenmission am Puls des Geschehens. Und dafür porte ich nach hier bitte. Nee, warte. Dahin möchte ich, aber dahin möchte ich porten. Darf ich, easy. Falls ich mich irgendwie ein bisschen verschnupft anhöre, ist noch früh morgens und ich habe noch ein bisschen Schmock im Hals. Kann ich morgens eigentlich immer. Ich nehme morgens auch nicht so häufig auf, aber ich habe gerade Zeit. Ich habe übrigens seit über einer Woche nicht gespielt, also ich glaube, ich habe seit fast zwei Wochen nicht gespielt. Dahin müssen wir, okay. Ja, seit fast zwei Wochen nicht gespielt, also ich kenne die Steuerung legitim nicht mehr. Von daher nehmt es mir nicht übel, wenn ich da irgendwas jetzt verkacke. Nicht, dass ich das vorher nicht getan hätte. Aber jetzt noch mehr. Ich glaube, auf B konnte ich irgendwie die Kameras jetzt kaputt machen. So. Das war hier so geil, ey. Dass ich einfach nicht verstanden habe, wo ich lang muss, weil die Markierung halt auch einfach nicht richtig war. Und das jetzt auch nicht so leicht zu sehen ist, meiner Meinung nach. Meine Güte, ey. So. Das war es nicht. War es das? Ja, das war es. Okay. Jump. Da habe ich fast runtergelaufen. Jetzt darf ich mich hier rein sliden. Ehre. Gehst du bitte ein bisschen weiter in die Mitte? Danke. Meine Güte, ey. Es ist noch relativ früh. Also es ist relativ früh, so irgendwie 10 Uhr oder so. Aber normalerweise nehme ich halt eher abends auf. Okay, ich habe abrollen gedrückt, aber gut, wenn du nicht abrollen möchtest, dann rollst du halt nicht ab. Ne? So, wir müssen hier noch ungefähr alles machen. Okay, warum auch immer das gerade das Runterfall-Ding war. Ehre. Ja, hier in dem Bereich haben wir wirklich noch nicht so viel gemacht. Also, ne, daraus. Also noch keine Sachen geholt. Wie kämpfe ich nochmal? Also kämpfe ich. Viel zu einfaches Spiel. Ich habe mir noch nicht überlegt, wo ich hinlaufe übrigens. Übergeben Sie sich? Nee, danke. So, ich würde sagen, wir laufen direkt zu dem Unterschlupf. Das sollte ja relativ easy drin sein, oder? Warte mal, ist das der richtige Unterschlupf? Nee, ist nicht der richtige. Dahin will ich. Da lang, okay. Meine Güte. Bye, have a great time. Sind hier auch noch welche oder was? Oh, das ist ja nicht so gut. And she's... Hallo? Oh, das ist eine feste Wand. Ich weiß leider nicht mehr, wie man ausweicht. Hä? Ich weiß halt wirklich nicht mehr, wie man ausweicht und so schnelle Schläge macht, dass man so weiterläuft.
Hallo, ich habe Rollen gedrückt, aber okay. Spiel. Wenn du das nicht möchtest, ist das okay. Und weg. Ich bin weg, Spiel. Sieht ein bisschen dübbelselig aus, wenn man direkt drauf zuläuft und sie sich dann hochzieht. Machen wir nicht. Machen wir bitte nicht. Danke. Easy Game, Bruder, easy Game. So, da ist ein Dash, da ist ein Dash, da ist ein hackbares Werbedisplay, noch ein Dash, noch ein hackbares Werbedisplay und da ist ein Gridnote, der mich wahrscheinlich den ganzen Tag kosten wird. Also halt wirklich den ganzen Tag kosten wird. Weil Gridnotes immer mega lange dauern irgendwie. Was ich irgendwo nicht so cool finde. Weil die halt so unnötig lang sind. Aber ich kann damit leben. Da soll ich lang. Ah, da ist ein... Ey, no joke, ich sehe diese offenen Türen nicht. Ich vergeude hier nur meine Talente. Ich sollte nicht unter der Erde, also rumkriechen, sondern was anderes machen. Ich könnte wertvoller für Kruger-Sex sein, kapiert nur keiner. Und was genau sind das, der Last of Talente? Naja, ich weiß zum Beispiel, wie man was hackt. Was? Hackt? Ja, also Sachen, die man hackt. Hey Jungs! Squidwater! Seht euch das hier mal an! Was denn jetzt, Hammer? Irgendwas, das in die Luft fliegt? Ihr müsst euch das ansehen! Ist das... Ja! Ist Gold! Okay, die haben Gold gefunden, interessant. Was auch immer das für eine Rolle für uns spielen sollte. Keine Ahnung, ob Gold relevant oder wertvoll ist in dieser Welt. Oder ob das so wie mit Diamanten ist, dass die einfach eigentlich wertlos sind, weil es auf jeden Fall viele gibt, aber der Schliff macht's oder so. Legitim, keine Ahnung. So. Da ist noch so ein Ding. Finde ich hier irgendwo noch so ein... Meine Güte, ey. So ein Katzen. Genau das wollte ich spielen. Gut, dass man dazwischen durchspringen kann. Schönes Glasdach, by the way. Nicht. Ich wäre fast einfach reingerannt. Gut, machen wir mal die Gridnote hier. Let's go. Arbeite dich zur CCU nach oben. Also, zwei kurze Fragen, ja? Erstmal, ich habe dreimal da gedrückt und der hat nichts gemacht. Warum nicht? Guck mal, das funktioniert von hier aus schon. Ach so! Das ist so eins. Okay. Das erklärt einiges. So. Ja, ist okay. Ich verstehe eh nichts dadurch. Dass ich die Dinger berührt habe, hat letztes Mal überhaupt nichts gemacht. So, ich könnte darauf, darauf, da hinten hin. Und dann da hoch. Sieht mir nach einem Plan aus. Wieso habe ich so tief unten angesetzt? So, das Ding fährt rein und raus und dann springe ich von da aus darauf. Du brauchst nicht springen, wenn du das nicht willst, Schnucki.
sprechen, bitte nicht! Wo war ich? Da habe ich angefangen, ne? Ich habe legitim keine Ahnung mehr. Ja, das sieht nicht gut aus. Hä, warum ist denn der wieder reingefahren? Das hat der denn nicht eben schon rausgezogen, oder warum ist denn der drin? Das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Ah, der geht tatsächlich wieder rein auf Zeit, okay. So, ich warte einmal kurz, bis er wieder drin ist. Jetzt wieder rein, ja, okay. So, hier wollte ich bitte hin. Jetzt laufen wir mal hier rüber. Und jetzt kommen wir ja schon mal auf die nächste Ebene. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. By the way. Okay, darüber, da hoch, da hoch. Ja, komm, geh wieder rein. Hol ich dich nochmal raus. Da ist, glaube ich, sogar eine Anzeige drauf, wie lange der draußen bleibt, oder? Ne, ist nicht, okay. Hab ich mal eingebildet, gut. So, da hoch. Und da hoch. Ich glaube, ich hätte das gerade abkürzen können, indem ich einfach über das Ding da hinspringe, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Da ich gedacht, dass ich weiterspringe, wenn ich ehrlich bin. Es hat sich deutlich zu kurz angefühlt. Ne, das funktioniert nicht. Okay, also ich glaube, ich springe einfach über das Ding zurück. So, lauf. Also ich habe relativ viel Zeit, um da hinzukommen, tatsächlich. Der bleibt relativ lange ausgefahren. Das ist gut. Okay, sie springt einfach YOLO in den Tod. Ist das Ding bitte noch ausgefahren? Ich bin jetzt einen einfach vorher. Ist natürlich nicht mehr ausgefahren. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal machen. Okay. Also ich glaube... Nee. Ich hab echt keine Ahnung, wie das gedacht ist, ne? Okay, das funktioniert gar nicht. Also schon so gedacht, dass ich da an der Wand lang laufe, aber dann komme ich ja trotzdem nicht an die scheiß Stange ran. Oder kann ich einen Doppel-Wall-Run machen? Boah, keine Ahnung, ob das gedacht war, Bruder. Das kann auch gerade komplett random gewesen sein, dass das funktioniert hat. Vielleicht so? Das sah ganz gut aus. Aha, au! Okay. Ich schätze mal mit dem Wallrun. Ja, passt. Okay, easy, jetzt sind wir wieder hier. Erstmal. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich links einen Wallrun machen, rechts gegen, also vorne gegen springen, einen Wallrun weitermachen. Aber jetzt dürfte ich ja nicht erwischt worden sein, oder? Ah, um Objekt heranzuziehen. Gut. Aber wie komme ich dann hier hoch? Oder es bleibt hier wieder eine gewisse Zeit draußen, ne?
Doch, es läuft tatsächlich den Counter hoch, okay. Dann muss ich jetzt doch da hinten rum. Um da rauf zu kommen, glaube ich. Und das bleibt gar nicht so lange draus, muss ich sagen. Gut, ich würde mal sagen, wir machen das einmal. Easy, Bruder. Easy. Viel zu einfaches Spiel. Kappa. Okay. So, das ist keine verfahrende. Ja, und jetzt. Ich habe also wohl nicht gedrückt gehalten. Ich könnte das jetzt natürlich wie bei Bug den Controller mit einblenden. Das ist mir aber eigentlich zu viel Aufwand, glaube ich. Danke, dass du nicht wieder gemacht hast. Nee, kannst du bitte in die Richtung? Danke. So, jetzt muss ich. Ist das dein scheiß Ernst? Ich wollte eigentlich runterfallen, dass es vorbei ist quasi. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Ich verstehe gerade wirklich nicht, was ich machen muss. Hä? Also der ganze Raum ist sinnlos und ich kann einfach hier lang gehen, okay. Gut. Ich kann da drauf, das ist wahrscheinlich der Plan. Das war es auch eigentlich, was ich kann. Wofür ich nicht mehr die Stange hier bräuchte. Aber gut, das weiß ich schon. So, gönn. Oh, okay. Du musst die an der Wand langlaufen, wenn du nicht möchtest. Gut, ich glaube, wir machen heute nur noch die Gridnote fertig und nicht mehr den. Was zum Fick bin ich? Hä? Warum bin ich wieder hier? Also, warum bin ich. Ich verstehe es nicht. Egal. Nichts, wo es sich lohnt, drüber aufzuregen. Ich glaube, es war gerade eingefahren, kann das sein? Ich habe erwartet, dass es gerade ausgefahren ist. Hä, jetzt stehe ich doch hier. Vor allem, diese Platten sind doch normalerweise auch fest, oder nicht? Darf ich bitte, danke. Ah, okay. Komm ich hier hoch. Alter Schwede, was eine Scheiße, ey. Bisschen. Meh. Da steht ein Sicherheitsmann. Da steht noch ein Sicherheitsmann. Au.
Ich kann nicht ausweichen, also ich weiß nicht mehr wie. Au! Das war jetzt nicht so gut. Okay, ich habe vergessen, dass ich denn nicht, also selbst nach dem Angriff nicht so angreifen darf. Selbst nach dem Ausweichen nicht so angreifen darf. Ich bin ausgewichen, Freund. Der hat sich gerade selbst erledigt. Er lebt noch. Ich bin ausgewichen, Spiel. Keine Ahnung, was sie getan hat, aber wir haben es geschafft. Easy. Meine Güte, warum mussten hier jetzt Kruger Sack Boys sein? Mach mal aus, die Scheiße hier. Ah ne, wir klingen uns nur ein, ne? Ich glaube, so war das. Okay. Reicht auch für heute. Verlasse den Grid. Ich sehe nicht, wo ich hinrutsche, danke. Hätte ich okay gefunden, wenn man da automatisch gesehen hätte, wo man hinrutscht. Ich hab nur nach unten gedrückt und auf einmal ist richtig was losgegangen. Wieso hält sie sich denn nicht fest? Also ich kann mich nicht drehen in der Sequenz. Nicht so gut zumindest. Das war ein schlechter Ausgang, muss ich sagen. Da sind wir gerade rausgekommen. Da sind wir raus, da sind wir rein. Okay, neuer Upgrade-Punkt, irre. Was können wir denn im Kampf kaufen? Ja, komm, Übergangsfokus-Schild. Scheiß auf Ausrüstung. Was hätten wir in Ausrüstung kaufen können? Energiespeicher. Fuck! Aber wir haben noch einen. Was gibt's hier? Verbesserte Störung. Okay. Gut. Ich würde aber sagen, das reicht für heute. Beim nächsten Mal machen wir Nebenmissionen Dashs, würde ich sagen. Also diese Nebenmission. Das wäre was Blaues nehmen gewesen. Also, ne, am Puls des Geschehens. Und dann machen wir hier noch Dash, 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 Dash. Hackbares Werbedisplay, hackbares Werbedisplay, hackbares Werbedisplay. Oh, da ist noch ein Hightech-Kit. Okay, irre. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.